Hallo Freunde, willkommen zurück zu Warhammer. Im Hintergrund könnten diesmal ein paar ungewollte Geräusche sein. Wie beim letzten Mal bitte ich euch, das zu ignorieren. Zum einen, es läuft ein kleiner Tischventilator. Ich hoffe, der bläst nicht zu arg ins Mikro. Ansonsten hoffe ich einfach, dass der Filter das rauszieht nachher. Und ja, ansonsten gelegentlich vielleicht ein bisschen Magengrummeln, aber das ist alles in Ordnung. Kommen wir mal zum wichtigen Teil. Berg Drachenzahn steht auf jeden Fall auf der Wunschliste für die nächste Runde. Diese Runde erreichen wir es nicht mehr. Malus ist auf dem Weg. Der kommt ziemlich zügig, aber er kann es mit einer normalen Bewegung nicht erreichen. Mit einer Marschbewegung kann er nicht kämpfen. Und ich glaube nicht, dass er den Hafen erreicht. Werden wir sehen. Ansonsten müssen wir halt gegen die Garnison und gegen Malus gleichzeitig. Das könnte dann einigermaßen lustig werden. Ansonsten war der Wunsch nach einem Schrein des Asurian hier. Und ich würde sagen, dafür sparen wir auch gerade mal noch ein bisschen Geld. Sollte hinhauen. Jetzt bin ich am Überlegen, ob wir das Ding hier reparieren. Kostet halt fast ein Tausender. Und wenn es beschädigt ist, bringt es nur die Hälfte. Das heißt, dann kriegen wir nur 1 öffentliche Ordnung statt 2. Und im Moment sind wir schon bei minus 10. Das wird nicht besser, wenn wir gleich den Krieg hier unten erweitern. Aber wir haben dann auch Imrek in der Provinz und in der Stadt. Dann kriegen wir von ihm Militärpräsenz und Charakter. Das ist eine Menge Zeug. Deshalb glaube ich, wir brauchen das nicht zu reparieren. Was wir machen, wir bewegen sie mal hier rüber. Sie möchte ich nächste Runde dann in den Schreckensfels packen. Und von da aus kann sie dann in See stechen, hier rüber. Das geht einfach schneller, wenn wir das hier über den Seeweg machen und ein Stück hier fahren, als wenn wir hier über Land laufen und dann durch den Sumpf gehen oder hier oben lang. Da geht es einfach viel schneller und ich möchte sie, wenn es geht, Richtung Ascheberge bewegen. Da kann sie dann ein bisschen was rekrutieren und wenn wir dann gegen die Orks Krieg führen, ist sie schon vor Ort und kann da ein bisschen helfen mit der Verteidigung. Ich glaube nicht, dass wir Kintara hier unten noch brauchen. Wir sichern erstmal die Region und vielleicht sind die Echsenmenschen dann schon so weit. Das lassen wir aus, bis Quintara oben ist, um es zu verteidigen. Ja, mit ein bisschen Glück greifen die Echsenmenschen das hier unten an und übernehmen es. Dann ist Malus quasi erledigt. Dann hat er keine Basis mehr. Und die Armeen und Sachen, die er hat, erleiden permanent Verschleiß. Ansonsten müssen wir uns mit Imrek hier runterkämpfen und die Schlangenküste zerstören. Ich werde sie nicht erobern. Ich will sie zerstören. Ich will nur die Dunkelelfen loswerden. Und die Echsen sollen es wieder aufbauen. So, Handelsentwicklung. Leider können wir davon noch nichts machen, weil wir einfach keine Handelsgüter haben. Ich konnte die Forschung leider auch nicht abbrechen. Das waren 2000 Gold, die wir erstmal in den Sand gesetzt haben. Aber früher oder später kriegen wir Handelsgüter und dann können wir das hier ausbauen. Dann kriegen wir wenigstens kleine Boni. Ja. Malus scheint begriffen zu haben, dass ihm die Zeit nicht reicht, um hier was zu reißen. Das tut mir ja fast ein bisschen leid für Malus. Nein, Schwamm. Nicht wirklich. Soweit, so gut. Das müsste eine Förmlichkeit sein. Easy peasy, ich glaube, das muss ich nicht spielen, oder? Das glaubt ihr mir, dass das einfach zerschossen wird von allem, was wir haben. Ich glaube, das macht nicht mal Spaß. Okay, so viele Verluste hätte ich wahrscheinlich nicht erlitten. Jetzt bleibt natürlich die Frage. Rauben wir es eine Runde lang aus. Malus hat sich ja wieder zurückgezogen. Wir haben überhaupt keinen Zeitdruck.
Und 6000 Gold haben oder nicht haben, ist gar nicht so schlecht. Ich meine, wir haben jetzt gerade wieder ein bisschen Gold. Aber ich sage immer, jedes bisschen hilft. Und 6500 in unserem aktuellen Zustand ist mehr als nur ein bisschen. Läuft. Herrlich. Level 20, Imrik. Supi, supi. Okay, ich glaube, dann wollten wir bald Bewaffnung, Magieresistenz und Rüstung für die ganze Armee. Das ist irgendwie richtig gutes Zeug. Das nehmen wir mal mit. Dann haben wir hier Leander. Another triumph for the dragon. Wenn du das so siehst, bist du schwer zu treffen. Auf geht's. Level 21, das heißt, unsterblich ist sie. Magisch kann sie erstmal alles, was mir wichtig ist. Sie reist inzwischen auf einem Streitwagen. Okay, habe ich mich da verklickt? Okay, dann hat sie einen Streitwagen. Was soll's? Dann nehmen wir noch Schutz des Hohet mit, oder? Korruption haben wir hier unten ohnehin keine. Schützen wir sie noch ein bisschen auf der magischen Seite. Warum nicht? Dann passt das. Okay, jetzt haben wir über 11.000 auf dem Konto. Da können wir uns den Schrein locker leisten. Das ist quasi mit dem Ausplündern schon drin gewesen. Wenn wir den reparieren, könnten wir den noch bauen. Und öffentliche Ordnung plus 5 ist gar nicht so blöd. Gerade hier unten in der Region. Wir werden Imrik nicht lange hier halten können. Wir müssen die Siedlung unten kaputt machen, damit wir Malus erledigen. Also gut, reparieren wir das. Das ist in Ordnung. Die anderen beiden lassen wir so, wie sie sind. Das passt. Hafen haben wir. Okay. Drachen, Schreckensfeld, soweit erstmal gut. Was hätten wir sonst noch? Da könnten wir die Ascheberge noch ein bisschen verbessern. Oder wir warten noch. Festung von Vorak wird ja demnächst auch fertig. Und dann brauchen wir da wieder ein bisschen Gold. Nur weil wir jetzt ein bisschen was haben, müssen wir nicht alles in einer Runde auf den Kopf hauen. Wäre ein bisschen schade drum. Womit haben wir es denn hier zu tun? Das sind einige Vampire, aber das sieht eigentlich machbar aus. Da könnten wir ihm mal die Rüstung organisieren. Na, eins nach dem anderen. Einen Helden nicht bewegt. Das kriegen wir hin. Erheblicher Erfolg. Ja gut, der ist dann erstmal weg. Hat er gut gemacht. Steigern wir Handel. Einfach, weil halt, wenn alles nach Plan läuft, haben wir irgendwann ein Handelsabkommen mit den Echsen. Da müssen wir nur noch gucken, dass wir die Schlangenküste irgendwie kaputt kriegen. So, Siedlungsverbesserung. Schalten, überspringen wir diese Runde wieder. Okay. Höhere Anrufung von Wahl ist wieder zur Durchführung bereit. Sehr schön. Da könnten wir gleich mal gucken, dass wir es durchführen. Kostet 1500, aber wir sind uns einig, oder? Das Item ist es wert. Was haben wir? Meeresgoldklinge. Die kenne ich noch aus einem alten Hochelfenarmeebuch. 7. oder 8. Edition. Stab der Stärke sagt mir nichts. Saphir Wächterphönix. Ich glaube, der ist richtig gut und gesegnetes Buch. Stab der Stärke. Grundschuss auf Kontrollverlust minus 50%. Das ist natürlich eine fantastische Sache. Wenn man das einer Erzmagierin gibt, dann kann die quasi keine Zauberpatzer mehr erleiden. Dann können wir alles überzaubern, ohne dass wir da ein Risiko haben. Das wäre schon mal nicht schlecht. Wäre ich interessiert. Die Meeresgoldklinge. Rüstungsdurchdringender Waffenschaden plus 100. Alles klar. Aber da geht der Waffengrundschaden runter.
Ich glaube, da wäre mir der Stab erstmal lieber. Ein gesegnetes Buch. Plus 8er Führerschaft. Okay, in 30 Meter Umkreis ist jetzt auch nicht so der Kracher. Saphir Wächterphönix. Magieresistenz. Und passive Fähigkeit kartenweit beständig um sich herum nochmal 12% Magieresistenz. Okay. Ich glaube, von den Items entscheide ich mich zwischen Stab der Stärke und dem Saphir Wächterphönix. Die anderen sind auch nicht schlecht, aber die beiden sind besser. Das macht die ganze Armee natürlich widerstandsfähiger. Wenn wir später mal gegen Skaven ziehen zum Beispiel und die Warpblitze einsetzen und ähnliches, da hilft uns das enorm. Wenn wir gegen Rattlingkanonen und Jezais, ich glaube, die haben magische Attacken. Da bin ich mir gerade aber nicht hundertprozentig sicher. Das würde da auf jeden Fall auch noch ein bisschen helfen. Auf der anderen Seite, das wäre natürlich krasse Offensive. Ich glaube, Offensive ist die beste Verteidigung. Und Quintara ist streng. Warum nicht? Ein goldenes Siegelschwert. So nett ich das auch finde. Okay, Stab der Stärke. Gut. Dann kriegst du das so. Den Drachenhelm behält er erstmal. Und die Geschichten lassen wir auch so, wie sie sind. Wunderbärchen. Dann passt das ja. Naja, jetzt hab dich mal nicht so, das bisschen Lack, was da ab ist. Das geht schon. Läuft. Das können wir simulieren. Das tut aber schon weh, was die KI da mit den Truppen anstellt. Oh Junge. So, jetzt gibt es einfach kein Geld mehr dafür. Also besetzen wir es einfach. Damit sind die Dracheninseln unsers. Rüstung des Glücksritters erhalten. 8% Rettungszauber ist gar nicht schlecht. Ich weiß auch schon, wer die kriegt. Die hat sich Leander verdient. Der kriegt nämlich gelegentlich ein bisschen auf die Mütze. Passive Fähigkeit Kriegerfluch wäre nicht schlecht. Dadurch hält er wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger durch. Das passt. Verzaubertes Objekt, ein Heiltrank. Der soll schließlich für die Armee die Rübe hinhalten. Da wäre das nicht schlecht. Dann geben wir ihm mal noch einen Baden mit. Und einen Minnesänger. Einfach weil wir die in der Region jetzt wirklich gebrauchen können. Und Herold des Matlan. Wenn wir gleich nach Süden fahren, auf dem Seeweg, wir sehen, hier unten gibt es Verschleiß durch Ozean, offene See. Und dann können wir das dadurch ein bisschen reduzieren. So weit, so gut. Wir nehmen mal das mit. Sehr schöne Sache ist da 25% grundlegender Geschossschaden, Magieschaden und Feuerschaden, Effektreichweite 40 Meter auf sich selbst und Verbündete, selbst, Boden oder Verbündeter und 40 Meter. Das heißt, wenn wir das bei unserem Schachbrettmuster schön in die Mitte zaubern, sollten wir dann relativ großen Wirkungsbereich haben und fast alle unsere Bogenschützen sollten dann magische Flammenattacken machen, die auch noch ein Viertel stärker sind. Können wir mal so mitnehmen, würde ich sagen. Okay. Armee wird regeneriert. Der braucht eine Runde. Der braucht auch eine Runde. Dann passt das. Malus geht es immer noch nicht so gut. So, bevor ich dich jetzt in den Süden schicke. Hier sehe ich noch nichts von wegen Echsen, aber das heißt noch nicht viel. Ich meine, ich glaube, das ist alles hier Nebel des Krieges. Wir wissen, dass das da ist, aber wir sehen nicht, was da gerade abgeht. Also schauen wir mal, dass wir den in das Gebiet bewegen. So, Berg Drachenzahn. Da gibt's
eine strategische Position. Das ist dieser Hafen hier. Einkommen, öffentliche Ordnung, Wachstum und Edelsteine. Was will man mehr? Der wird höllenteuer. Der wird unheimlich teuer. Aber dann ist es eine große Anlegestelle. Und der, ja, bewirkt auch ein bisschen was. Okay, bauen wir den mal ein bisschen aus. Ich glaube, das ist okay. Außerdem kriegen wir dann zwei weitere Bauplätze, wenn wir das auf die höchste Stufe bewegen können. Wird nicht einfach, weil teuer. Aber dann können wir hier auch noch Promenade und elfisches Gelände bauen. Das hilft. Dann haben wir eine Menge Einkommen hier unten. Und wie gesagt, mit den Echsen sind wir verbündet. Ich hoffe, wir können mit denen auch Handel treiben. Also richtig verbündet natürlich noch nicht, aber wir verstehen uns ganz gut mit denen. Die haben keinen Grund, uns den Krieg zu erklären. So, was machen wir in dem Bereich hier? Extra Wachstum? Extra Wachstum. Wir sind fast aus mit Bevölkerungsüberschuss. Wir brauchen hier noch ein bisschen was. Wir brauchen hier noch was. Wunderbar. Okay. Genug Geld auf den Kopf gehauen. Ein weiterer Drache gesichtet. Sehr schön. Wo haben wir den denn? Natürlich in der Nähe von Imrik, natürlich. Prince of Kalidor. So, Aschefelder, was kann das denn? Alle Einheiten der lokalen feindlichen Armeen kriegen 20% mehr Feuerschaden. Ich glaube, da wäre ich ein großer Fan von. Besonders wenn wir mit der Zauberin das dann so einrichten, dass unsere Pfeile auch Flammenschaden machen. Irgendwie finde ich das richtig gut. Man könnte fast meinen, da gibt es so ein Thema bei Imrik. So eine Synergie, wo alles ein bisschen ineinander greift und besser funktioniert. Ich komme gerade nicht drauf. Ich sehe es kommen. Sobald wir mit Imrik hier vorne sind, erobern die Echsen die Schlangenküste. So, die Armee ist fit. Dann würde ich sagen, damit wir heute noch eine Schlacht haben, die sich lohnt, da teleportieren wir hin, weil diese Schlacht ist, ich glaube, hier drüben irgendwo. Nope. Es ist noch schlimmer, die ist hier oben beim Schrein des Kain. Da kommen wir zu Fuß einfach nicht hin, das können wir total vergessen. Teleportieren, das kostet zwar 1000 Gold, aber wenn wir diese Schlacht schaffen, kriegen wir 3000 zurück und wir kriegen die Rüstung von Kalidor. Die auch irgendwie toll ist. Let's go! Ja, Imrik Drache gegen Maximilian, der Ritter der Nacht. Warum nicht? Auf Zombie Drache. Warum nicht? Da fällt mir auch noch was ein. Ja, und dann kommt da... Oh Mann. Fiese Verstärkung. Region, die Inseln. Das wird sehr, sehr, sehr hässlich. Na, schauen wir mal, was ich hier machen kann. So it is true. The Blood Dragon dons the lost heirloom of my bloodline. His minions may be many, but when he falls, his control will crumble. Along with his shambling minions. The stench of gunpowder and brine is thick in the air, for the fiend brings undead artillerymen of the sea. Already they have dragged their rickety cannons onto the field. We must be wary of their bombardments. And what is this? He has brought some Druki thralls to battle with him. This vampire certainly knows how to get my attention. This indignity must be met with all the rage of Kalidor. The vampire wishes to drink the blood of my allies, the mighty Drakes, but he will do no such thing.
I shall defeat him and send him and his minions back to their graves. So, da sind wir im Gefecht. Auf besonderen Wunsch probiere ich das heute mal mit einem Teilinterface hier. Also ihr seht hier oben den Kram. Da könnt ihr dem Gefecht auch auf der Minikarte folgen und ihr seht die Banner der verschiedenen Einheiten. Gerade in dem Gefecht ist das wahrscheinlich gar nicht schlecht. Wir haben es mit drei Feindarmeen zu tun, die von Anfang an hier sind. Und jeder hat unterschiedliche Stärken und Schwächen. Die Vampirküste will auf jeden Fall im Fernkampf bleiben. Ihr seht, da jede oder so gut wie jede Einheit hat Munition. Dementsprechend gehen die Drachen und die Magierin gleich mal hier rüber. Imrik legt los. Die Artillerie wird mal direkt mit Flammenschaden bedacht. Drachenatem. Die Magierin wird da gleich ein bisschen loslegen, damit wir die Vampirküste hier möglichst schnell dezimieren. Wie gesagt, Drachenatem kommt rein. Die sind hier schon geschwächt durch verschiedene Fähigkeiten. Sind die besonders feueranfällig. Untote sind sowieso feueranfällig. Und was der Malstrom hier anrichtet, das seht ihr ja. Die haben eine Menge Spaß da drüben. Die Dunkelelfen wollen dringend in den Nahkampf. Die haben fast keine Fernkampftruppen. Dementsprechend habe ich die Seegarde mal hier rüber gestellt und die Bogenschützen dahinter. Damit wir die Dunkelelfen ein bisschen bearbeiten können. Die Vampire bleiben glücklicherweise einigermaßen friedlich. Aber wir haben jetzt gleich die Dunkelelfen erledigt und dann werden die wach und laufen auch auf uns zu. Dann werden wir unsere Armee wieder ein bisschen umstellen. Die Drachenprinzen wollte ich ursprünglich gegen die Vampirküste schicken. Aber was die Drachen und die Magierin hier anrichten, reicht völlig. Da schicke ich die Drachenprinzen lieber hier, um fliehende Truppen zu verfolgen. Leander mittendrin im Getümmel, um die Dunkelelfen möglichst zu binden, damit die Bogenschützen arbeiten können. Wie ihr seht, werden die Vampire wach. Wird also Zeit, dass man hier drüben langsam fertig wird. Weil ich weiß nicht, ob das hier alleine gegen die Vampire ankommt. Ist vielleicht ein bisschen knapp. Imrik hat immer noch Spaß mit Atemattacken des Drachen. Und unser Sonnendrache, ja, tut was er kann hier im Nahkampf. Würde natürlich enorm helfen, wenn man unseren Halbmast hier kaputt kriegt. Das ist der Kommandant der Vampirküste. Da fangen Einheiten schon an zu zerfallen. Das heißt, die werden es auch nicht mehr so lange machen. Ich denke, dass die Magierin, ja, die ist inzwischen auf dem Rückweg. Denn die Magierin kann mit ihrer Magie natürlich ganz gut gegen die Vampire helfen. Die Vampire, auch untot, feueranfällig, da hat sie eine Menge Spaß dabei. Und da die Dunkelelfen abgewehrt sind, bewegt sich unsere Armee wieder in Position. Blutritter haben wir hier schon zu bekämpfen. Leider habe ich bei dem ganzen Getümmel die Drachenprinzen ein bisschen vergessen während dem Gefecht. Und gegen die Blutdrachen kommen die nicht so richtig gut an, leider. Für die wird es leider nicht so gut ausgehen, fürchte ich. Dafür sieht das hier vorne ganz gut aus. Ich ziehe die Armee jetzt noch ein bisschen in die Breite, weil ich wirklich Angst habe, dass die Vampire uns hier in die Flanke fallen. Und so langsam geht uns auch die Munition aus hier. Das haben sich die Vampirfledermäuse auch anders gedacht. So, Drache ist hier in der Seegarde. Das ist überhaupt nicht gut. Und da sind jetzt auch die Drachenprinzen gebrochen. Und ihr seht, die Blutritter haben da quasi keinen Schaden gekriegt. Da sind die Drachenprinzen einfach nicht wirklich gefährlich genug. Leider sind die Drachen hier immer noch zu sehr beschäftigt. Das dauert einfach ätzend lange, bis die alle erledigt sind. Und Imrik kriegt inzwischen auch ganz schön auf die Nuss. Das liegt zum einen natürlich am
Admiral der Flotte. Liegt an den monströsen Bestien hier, die Prometheaner. Aber es liegt auch an den Verfluchten mit Zweihandwaffe, die auch noch in dem Nahkampf waren. Und irgendwann ist dann halt auch zu viel für Imrik. Wichtig, dass der Vampirfürst krepiert, aber das sieht so aus, als wäre das schon in Arbeit. Und jetzt gibt es einen kleinen Luftkampf zwischen einigen Drachen. Und wer das gewinnt, sollte, denke ich, klar sein. Und es dauert auch nicht lange, zum Glück. So, und damit geht es den Vampiren dann nicht mehr so gut. Ihr seht schon, dass die hier deutlich Moral verlieren. Wir sind schon nicht mehr im Nahkampf gebunden. Die Blutritter sollten jetzt eigentlich relativ einfach sein. Wir haben hier vorne ja noch jede Menge Seegarde mit Speeren. Die können die Blutritter ganz gut aufhalten. Aber so weit kommt es eigentlich schon gar nicht mehr. Drachenatem hilft und die Verfluchten zerfallen. Und damit ist die ganze Geschichte zum Glück auch schon erledigt. Oh Junge, das gab auf die Mütze. Nicht zu knapp. Ja, lustig ist anders. Wir haben verloren, permanent, unsere Drachenprinzen, was natürlich ein Loch hinterlässt, aber es hätte schlimmer sein können, wirklich. Puh. Alles gleichzeitig, aus verschiedenen Richtungen. Und jede Armee hat andere Stärken und Schwächen. Aber ich glaube, es war ganz okay. Läuft. So, das war Einfluss durch die Quest. 3000 Gold. Die Rüstung von Kalidor. Das läuft. Extra Erfahrung. Wupp, wupp. Und ein Bade. Einfach nur, weil wir noch keine haben. Außerdem muss ja irgendwer die unglaubliche Tat besingen. Supi. So, die Rüstung wird er sich gleich anlegen, nehme ich an. Er hat sie auch überstanden. Er war schließlich schwer zu treffen. Die Rüstung des Glücksritters soll er erstmal behalten. Kriegerflucht darf er auch behalten. Jawohl. Drachenrüstung. Drachenhelm-Gedöns. Lass mal gucken. Quintara könnte der auch stehen. Wo bist du denn? Hier bist du denn. Siehst du? 25% Feuerresistenz. Warum nicht? Hui. Und wir haben wieder ein bisschen Geld. Gar nicht so schlecht. Gerade rechtzeitig, würde ich sagen. Da können wir hier nämlich einiges ausbauen. Daran bin ich erstmal nicht interessiert. Was wir aber vielleicht hier machen könnten. Wir könnten hier tatsächlich mal so einen Drachendingsi bauen. Ein Drachennest. Da können wir Mond- und Sonnendrachen rekrutieren. Das wäre schon mal nicht das Blödeste. Galerie der Zofen wäre auch super. Erstens sind die Zofen richtig tolle Charaktermodelle, wie ich finde, die eine Armee ganz gut unterstützen können. Aber die Schwestern von Avalon sind einfach der absolute Wahnsinn, was Fernkampf angeht. Die lassen unsere normalen Standardbogenschützen im Staub zurück. Allerdings sind die hier auch ein klein wenig teurer im Unterhalt. Ihr seht, 212 die Runde. Wir benutzen derzeit diese Bogenschützen mit 118. Also die Schwestern sind fast doppelt so teuer. Aber sie sind auch mehr als doppelt so gut. Das ist ja das Blöde. Die sind es tatsächlich wert. Okay. Die Armee hat ganz schön gelitten, wie gesagt. Dementsprechend ziehen wir den mal hierher zurück. Und dann sieht es auch wieder ganz gut aus mit der öffentlichen Ordnung hier. Dann haben wir da erstmal kein großes Problem. Ich schätze, da können wir sie auch schon gleich rüberschicken. Hatte ich ja geplant. Plus 10 reicht mir völlig.
vorerst. Dann lassen wir Imrik hier erstmal noch ein bisschen erholen. Bevor wir hier in See stechen für die Schlangenküste. Dann hätten wir das. So, Siedlungsverbesserung. Der will immer noch die Ascheberge aufwerten. Das brauchen wir im Moment nicht. Ansonsten, im Knoblauchgebiet könnten wir noch was machen. Ja, warum nicht? Sauflecken zum Beispiel. Einen Elfengarten. Und bei der zerstörten Bucht ist jetzt die Frage. 10% mehr bei allen oder 120 direkt? 10%, dann bräuchten wir 1200. So viel nehmen wir nicht ein. Wir haben eins davon. Selbst wenn wir vier davon hätten, sind es immer noch nicht 1200. Also geht's direkt zur Promenade. Oder wir sparen eine Runde und können hier den Hafen bauen. 400 ist halt auch nicht schlecht. Wirklich. Und wir können Seegarde von Lothar rekrutieren. Okay. Sind dummerweise dann die ohne Schilde, aber... Oh. Egal. Hafen ist auf jeden Fall gut. Dann sparen wir uns das noch ein bisschen. Nächste Runde können wir uns den Hafen leisten. Wupp, wupp. Okay. Warum nicht? Imperium von Strygos, alles klar. Das heißt, da hat Grimgorg schon mal einen Krieg weniger an der Backe. Sollte ihn freuen. Mich jetzt ein bisschen weniger. Hier bleiben wir vorerst mal noch. Ich will die Armee richtig regeneriert haben. Also wenn, könnten wir nächste Runde losziehen. Könnten wir noch was rekrutieren. Könnten die Bogenschützen ein bisschen auffüllen. Das ist besser als nichts. Okay. Standing by. Charting a course. Oh, die Echsen verlieren auch noch gegen Malus. Was treiben diese Dödel? Das wird die unendliche Geschichte gegen Malus. Ich sehe es kommen. Trained by the White Tower. Seek land. Ja, gefunden. So, zerstörte Bucht. Behold, Elven Beauty. Ernsthaft? Wegen dem bisschen? Oh. Hey, Avalon. Nett. Die haben einen richtig miesen Stärkerang inzwischen. Wahrscheinlich haben wir die entdeckt, weil wir hier... Nicht mal... Ivres hat das Ding. Okay. Ivres ist wahrscheinlich relativ stark inzwischen. Ah, und... Tyrion ist ein bisschen beschäftigt hier gegen... Graf Noctilus zu kämpfen. Oh, das wird hässlich. Nicht mal, das ist der Kult der Sinnesfreuden inzwischen. Ich glaube, Ultuan ist irgendwie kaputt gerade. Ivres hat 12 Siedlungen. Oh. Komm, mach Frieden. Ich schmeiße noch einen Rachendrachen für dich dazu. Dann klingst du nicht mehr. Setze Kehlkopfkrebs. Ja, Stärke Rang 1. 14 Siedlungen. Und damit wollen wir uns anlegen. Das ist, glaube ich, weniger ein Wollen als ein Müssen. Von den letzten Verteidigern bin ich gerade ein bisschen enttäuscht. Ein bisschen sehr. Schade, ich sehe keine einfache Möglichkeit, noch an die 100 Gold zu kommen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich noch mal eine Runde warten müssen. Das ist ein bisschen ätzend. Aber ich glaube, das machen wir dann in der nächsten Episode. Bis zum nächsten Mal. So, macht's gut. Hallo Jornsteif. Ciao, Freunde.